da reinkommen. Ah, das ist es jetzt. Okay, jetzt nicht ganz so smart. Ich hab ein Leben. Never won it. Oh, geil. Wo muss ich jetzt hin? Boah, wenn der mich da anschießt, bin ich tot. Da rein. Okay. Muss vorsichtig sein. Nein. Tja, ich habe echt Probleme. Ich bin voll am Arsch. Diese kleinen Lutscher hier erstmal wegmachen. Bevor ich hier überhaupt irgendwas machen kann. Okay. Okay. Ich krieg hier Nachschub jetzt. Sonst bin ich am Arsch. Jetzt hin, weiter runter. Mann. Was ist das Problem gerade? Richtig ran. Dem ist die Geschosse gehen alle da oben rein. So eine Kacke. Oh ne, die dumme Wisse. Okay. Ich renne hier echt nur mit einem Leben rum. Okay, wohin? Mittleren unteren Einsatzbereich. Ja, super. Ah, boah, noch viel weiter runter. Ich werde voll. Super. Musst du da hochfliegen? Das war kacke. Aber das sieht so aus, als wenn das einer von den Würmern ist. Mal gucken, ob ich hier irgendwo einen Checkpoint habe. Ich habe mich aber auch auf jeden Fall bei manchen Orten zu lange aufgehalten. Muss man sagen. Hier ist Checkpoint, perfekt.
must be nearby. Ah, my new friend. You're here at last. Groot! Is your planet going on? You've introduced me to such wonderful people. Wonderful things. The sweet melody of the generator. How Milktooth's heart sings. Not that ace yet, R.A.T. tourist. Don't underestimate it. Ey, das hat aber auch eine Reichweite, der Flammenwerfer sicher mal. Oh, this is... Let's go. My friend, this is a gift. My friend. Enemy AC is silent. Looks like he's dead. Good. Alright, tourist. I'll see about retrieving our secret project. Ah, wie lange bin ich denn hier noch ein Tourist? Die nennen mich immer Tourist. Soll nicht frech die Breche. Ja. Okay, gut. Wir haben eine neue Waffe. Okay. Mein Alpha. Eine Waffe und ein paar neue Beine. Das ist auch eine Frechheit, oder? One new message. This is Chatty Stick, RAD. Thanks for putting down Brute. The Chief's already in the workshop tweaking the rail cannon. And I've never seen her happier to be at work. That is all. Later. Wie hier. Ach, den Flammenwerfer. Okay. Energiebedarf 400. Nicht so viel Schaden. Aber halt wahrscheinlich diese Ticks vom Feuer oder so. Wir haben neue Beine bekommen. Zeig ich mir die Beine. Welche Beine? Das Arm kann auch sein. Ich
Schwerer, Ticken langsamer. Schusswaffen-Spezialist geht ein bisschen runter. Dafür können wir mehr tragen. Und da haben wir ein bisschen mehr Leben. Ich würde sagen, das ist tatsächlich in Ordnung. Damit können wir übelst viel mehr tragen. Das ist ein bisschen, mehr, ein bisschen langsamer, auch schwerer wieder. Das ist, was man da am besten macht. Vielleicht extrem. Das ist eigentlich noch in Ordnung, muss ich sagen. Super viel mehr Last, die wir tragen können. Na, naja, okay. Das ist erstmal dabei. Neues bekommen. Okay. So, gucken wir mal, was verkaufen wir denn eventuell? Die Bazooka wollte ich also behalten. Kanone, Dings. Das war Flammenwerfer. Eigentlich jetzt mal gar nicht haben, das Teil behalten. Guck mal. Und das Schild hier habe ich geholt. Das Schild. Das war auch ein Schild. Größeres Schild. Hauen wir mal erstmal weg. So, genau. Die Verfolgungsdrohne. Ist ja nicht so geil. Ist. Sonst noch das Teil. Das Teil wird ja nicht haben, genau. Das Ding verkaufen wir. Dann sind wir echt überlegen, ob ich das hier nicht reinhaue. Ich glaube. Behalt's erstmal. So, die Beine haben wir neu bekommen. Meint Alpha. Bisschen mehr Leben. Mehr Energie wieder. Mal gucken. Kaufen wir uns noch mal
Jetzt für die rechte Seite. Das Teil. Okay, Arena haben wir. Mission. Wir sind Kapitel 3 immer noch. Nächste. Also bis Kapitel 4 machen wir auf jeden Fall. Ich glaube, das sind auch die letzten zwei Kapitel. Bis es zu Kapitel 4 geht. Boss. Wurmboss oder so. Raven, this request comes from our subsidiary Schneider. It concerns the Bertram spaceport, which you and V4 brought under our control. We've received intel that a stranded PCA fleet is planning to retake the base. Your objective is to intercept the PCA and defend the spaceport. We've deployed an MT squad to support you. Use them as you see fit. That concludes the briefing. Good luck. Jo. Hört sich erstmal entspannt an, die Mission. The PCA are going to be fighting to win. 621. Don't forget you have an MT backup. Ist auch so bescheuert, ich habe nur meinen Kopf bemalt. Den Rest habe ich eigentlich nicht wirklich selber gemalt. Also, ohne Lackierung her. Nur der Kopf, keine Lust mehr. Und die eine Waffe da. Oh, yo. Oh, ich hab kurz gedacht, das wäre mein Gegner. Doch, das ist er. Oh, Halleluja. Der hat auf jeden Fall ein paar fette Bazookas oben drauf. Der hat ein Schwert. Der hat Bazookas. Zielsucherraketen. Und eine Uzi. Oh, naja dann. Let's go, Leute. Let's go. Oh ne, hätte er das nicht gemacht jetzt. Hätte ich ihn voll erwischt. Mieser. Jawohl, richtig, richtig, richtig. Jawohl. Ich mach kaum Schaden gegen den. Jetzt. Oh ja. Nein, was war das denn? Was war das denn? Ey, gar kein Schaden, ne? Okay, ich werde andere Waffen anlegen. Gar kein Schaden gemacht, dieser kleine Hund, du. Also. Das ist okay, würde ich sagen. Schwert. Ich weiß nicht, ob das Schwert keinen Schaden hat. Doch, das Schwert hat Schaden gemacht. Ich das anlegen, ich werde anlegen. Zwei von denen. Das passt. Okay. Aber nice. Main System activating combat mode. Commence mission. Wait, something's not right, 621. The battle's over already.
Hello, clan out though. Das ist mega beschissen. Aber beschissen. Oh. Nein. Ist das für komische Angriffe manchmal? Das fuckt mich ja richtig hart ab. Der erwischt mich da jedes Mal so hart. Und vor allem, wenn diese Aufladung kommt mit diesem kinetischen, was auch immer. Woher willst du das denn sehen so schnell? Willst du in den Nahkampf rein? Und dann kommt diese kinetische Kugel da. Mit einem Angriff kannst du gar nicht, blocken, außer du hättest jetzt ein Schild eventuell. Auf jeden Fall wesentlich besser. Gefühlt. Oh, das kann nicht sein. Da, wieder! Kommst du ran an dem? Bist wieder am Arsch. Was soll das? Das raff ich nicht. Du gehst zu ihm hin, du kriegst so einen fetten Hit. Das muss an seiner Nahkampfwaffe liegen. Die so hart Damage macht oder so ein Scheiß. Das Ding ist halt einfach, dass sie eine Waffe so viel Schaden macht, also das Schwert immer, wenn man damit hittet. Gehst du zu viel in den Nahkampf, kriegst du eine drauf. Scheiße, ja. Einfach übelst viel Leben jetzt gerade wieder dazu bekommen. Just focus on the fight.
god, oh god. Wieso kriegt er jedes Mal wieder Leben, der Hund? Was ist das Problem? Warum hat er jedes Mal Leben dazu bekommen? Ich habe es noch nicht gecheckt, woher das kam. Oder konnte der sich auch einfach heilen wie ich? Kann natürlich auch sein, dass er auch so drei Heilungsdinger hatte. Oi, wichtig. Gut. Gut. Bazooka hat gut Damage gemacht. Doppelbazooka. Who champion the free will Raven stands for. They choose what to fight for and take to the skies in flight. If that's what being a Raven means, then that's the name I want to keep calling you. Raven. Raven. Teile haben wir wieder nicht. Sehr geil. Raum. Und Rettung der historischen Daten. Ich glaube, es könnte das letzte Kapitel, also letzte Mission des Kapitels sein. I have a personal request to ask you. It's about the Angerbret Tunnel, which is to be shut down after it was hit by a coral surge. I want to go there and survey the area. Even before the coral surge, that place had been all but abandoned. It's an old structure, dating far back into the colonization of Rubicon. There must be items of interest from throughout the planet's history there. As I'm sure you're aware, I have no resources with which to pay you. But I can propose an alternative. If you find any wrecks left by the PCA, you should try accessing them. Both the corporations and the Rubiconians are gathering data on PCA technology. Whatever you collect, I can exchange for credits and transfer the funds to you. Geh mal ran. Geben Sie mal ran, das Ding. Main system activating combat mode. Let's get up in the Höhle. I've already located several wrecks that we should be able to recover data from. I'll send the marker data. Ich nicht hier unten schon mal. Change it for credits and send them to you later. Ist nicht die Höhle, wo ich da letztes Mal flüchten musste? And can influence digital equipment. The effects of the coral surge must have brought some of the wrecks back online. Let's see what we can find. Mal ein. This data seems valuable too. I'm
heal me? Something here? Mission. Let's keep looking, right? An older generation of AC. Das ist mal schön reinhaken in das Ding. Nice. Was ist das Text da? Steigt ab. According to the timestamp, this was recorded 2 days before the fires of Ibis. This seems to be about the warning signs of the calamity, right before it struck. Nächsten Wrack. Jetzt noch mal ein Stück weiter runter. Dann kommen wir zum Stamm. Das ist die Liberationsfront. This seems to be a recording of Dilmayan, the Liberation Front's ideological leader. But this appears to be something exceptionally personal. Ja, Pump gefällt mir soweit irgendwie erstmal. Wer ballert noch hier, hä? Ja, Gauner da oben. Ist noch einer? Ah ne, hier ist auch ein Wrack. Mann, hau ab, Kollege. Na rein. Muss ja wohl ein Loch sein. Man eigentlich öfter solche Bugs findet, um Waffenteile oder sowas zu bekommen. Könnte. Glaube nicht. Ich glaube, das ist immer missionsgebunden. Dass man ihn so finden kann auch. Muss. Leiter der Recon Research Institute. This is about the first augmented humans. The same coral technology that created you. But without it, we never would have made contact. I'm not picking up any more data source. Na gut, dann kommen wir wieder nach oben. Hm? If this happens, did you think about Rubicon's past or the nature of coral? Then it was all worth it. Abgeschlossen. We got ourselves a deal, Handler Walter. Michigan. So, Archibus met us halfway. I gave them the heavy warship fleet. In exchange, Balaam's in charge of putting down the beast. They also offered some top Vespers. Guess they don't trust us. Better than nothing. I'll provide what support I can, too. Yeah, your mad scientists, R.A.D. or whatever, and that hound of yours. Michigan. Don't underestimate 621. That hound always delivers. Die drei jetzt fertig haben. One new message. One new message. What kept you, 621? You're a famous mercenary now.
time to act like one. Ja, wäre auch gut, wenn er mich nicht mehr Tourist nennt in meinen Missionen, bitte. Wenn ich schon hier so... Make sure you attend the briefing. Okay. Oh, neue Waffe. Sehr geil. Sieht aus wie eine fette Sniper. Prototypteil ausgegeben. Schuss. Schulterwaffe. Betäubungsnadelgewehr, okay. Bestimmt irgendwie kinetisch oder so. Gefällt mir. Das kaufen. Da ist es. ADD entwickelte Anti-Eiswurf-Waffe. Neutralisiert den Korallschild des Eiswurms. Ah, ich brauche das gegen den Eiswurf. Okay, sehr geil. Welche Waffe habe ich da gerade dafür? Okay, das Ding. Kann man die nochmal kaufen? Auf der Seite oder so? Nö. Scheint wahrscheinlich nur eine Waffe für die Mission zu sein. Jo, das knallt richtig rein. Problem ist, ich habe nicht genug Energie dafür. Muss ich an was anderes nehmen. Ist die Bazooka hier? Joa, joa, joa. Hä? Immer noch zu wenig Energie. Ja, einfach zu wenig Energie, scheiße. Mama, so. So, Zeit für neue Waffen und so ein Kram. Ja, hier. Ich glaube, das ist die Boss-Mission von Kapitel 3, damit wir zu Kapitel 4 kommen. Jetzt wir den mal kurz probieren, wa? Und da muss ich meine Wäsche rausholen. Aus der Küche. Let's go. Listen up, 621. This will be a joint operation led by Balaam and Archibus. The briefing's about to start. I want you to attend. First, some background before we go into detail. The intercorporate ceasefire is now in effect, and we will be carrying out coordinated attacks against the PCA. The targets are the enemy-occupied bases, the heavy warship fleet, and the recently activated... I'll cut to the chase. This is an all-out war against the PCA and theaters across Rubicon. And y'all got the short end of the stick. You're here to take on the worst of our dirty work. Hunting the beast of the ice field. Sure thing, Chief. Tell you what, I'll watch and let you know how badly that goes for us. Gun 5, you just volunteered yourself for the front line. Moving on, let's talk about how we're going to neutralize.